willkommen bei CSR Automotive. Heute hier seht ihr mir in den Hallen von Gasolina Motors und wir haben den Hyundai i30M am Start. Wie ihr seht, haben wir mal ein bisschen Arbeit. Wir montieren heute einmal die Frontspoilerrinne, den Hexansatz, den unteren Hexspoiler und die Cuprings. Und zu guter Letzt haben wir dann noch eine Lufthutze für euch am Start. Und ich würde sagen, wir legen mal los. So, wir beginnen zuerst mit dem Heckdiffusor. Bevor wir natürlich den Diffusor in die Lackiererei gegeben haben, haben wir das Ganze natürlich erstmal angepasst. Wir haben hier die Besonderheit am i30M, dass wir hier links und rechts die Finnen haben. Genauso haben wir hier die Führung, die man dementsprechend etwas ausarbeiten musste. Das ist ein handfertigtes Bauteil und somit sind gewisse Toleranzen einfach nicht auszuschließen. Hintergrund dessen ist, dass einfach hier etwas Material zu viel, zu wenig drin sein kann. Wir nehmen das weg und später haben wir dann ein perfektes vom Diffusor. Und bevor wir das Ganze jetzt mit dem Kleber, der mitgeliefert wird, verkleben, müssen wir natürlich die Grundfläche erstmal reinigen, um natürlich eine perfekte Klebekraft herstellen zu können. Wir haben hier einen perforierten Kunststoff, der natürlich leider die Eigenschaft mit sich bringt, dass Schmutze und Dreckpartikel sich gern drin festsitzen. Nachdem wir das Fahrzeug natürlich zuerst komplett gereinigt haben, gehe ich speziell jetzt nochmal her mit einem Silikonentferner. Ein Silikonentferner hat den Vorteil, dass er wirklich Silikone und fetthaltige Substanzen, die sich darauf befindet, schön löst und dementsprechend wir dann später eine saubere Klebefläche haben. Es reicht einfach, das Ganze hier einmal kurz einzusprühen und dann mit einem Mikrofasertuch dementsprechend trocken zu reiben. Als nächstes geht es jetzt an das Kleben. Karosseriekleber wird jetzt entlang den Konturen gesetzt, wo auch später der Diffusor aufliegt, damit wir hier natürlich eine vollflächige Klebekraft haben. Ich habe die Spitze leicht schräg abgeschnitten, um dementsprechend ein sauberes Nahtbild zu bekommen. Hier im Kantenbereich müsst ihr ein bisschen aufpassen, damit ihr hier nicht zu viel Klebemasse aufbringt, weil wir sonst später die Gefahr haben, dass das Ganze in die Fläche rausquillt und dann haben wir mal ziemliche Putzarbeit. Um den Diffusor anzukleben, wäre es normalerweise vorteilhaft, wenn man zu zweit wäre, weil es dann ganz einfach etwas leichter zum Handeln ist. Aber nichtsdestotrotz geht es auch alleine, ist etwas schwieriger, aber gut. Wir müssen jetzt hier drauf achten, dass der Diffusor gleichmäßig angesetzt wird und er schiebt sich ja automatisch über die Bauteile drüber. Wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt hier neben zum Beispiel etwas zu viel von der Klebemasse. Dann nehmen wir einfach einen Silikonentferner und ein Mikrofasertuch und können das runterziehen. Das sieht man dann später nicht mehr. Aber es ist einfach die Gefahr, dass das passieren kann. Nachdem wir den Diffusor jetzt verklebt haben und dann noch zusätzlich mit Tape fixiert haben, damit das Ganze natürlich über Nacht ein schöner sauberer Sitz hat und sich nicht verrutscht, werden wir jetzt noch hier an der Unterseite mit Popnieten den Diffusor mit dem Originalstoßfinger verbinden. Dazu nehmt ihr am besten Alu-Popnieten, die sich an der Spitze vorne aufspreizen. So habt ihr den bestmöglichen Halt und das Ganze ist auch kompatibel mit dem Kunststoff, der das später nicht durchreißen tut. Zack, fertig. So, nun sind wir am Frontschwert dran. Eigentlich vom Ablauf dasselbe, wie wir hinten am Diffusor gemacht haben. Zunächst reinigen wir das Ganze, damit wir später die Superklebekraft haben. Und von der Anpassungsarbeit her ist es auch komplett identisch.
vorne ebenfalls diese Flaps haben. Und da ist es eigentlich dasselbe. Jetzt geht es an der untere Heckflügel dran, den tun wir natürlich auch mit dem Karosseriekleber verkleben. Da ziehen wir jetzt als erstes auch die Nähte. Hier ist darauf zu achten, dass wir wirklich sehr sparsam mit der Fläche sind, weil wir haben ein geringes Auffliegemaß. Und hier reicht es auch wirklich aus, wenn die Naht ganz dünn gezogen wird, weil durch den Anpressdruck wird sie dann dementsprechend auch sich verteilen. Dann haben wir hier auch die perfekte Haftung später. So, und dann heben wir den auch direkt mal dran. Wir müssen hier drauf achten, dass wir bündig mit der Kante hier sind. Das Ganze fixieren wir dann mit einem Stück Klebeband. Das war es jetzt erstmal für heute. Morgen geht es dann weiter mit den Frontflaps. Weiter geht's nun mit der Lufthutze für die Motorhaube. Wir haben die Lufthutze passend zum Fahrzeug auch foliert, im Two-Tone-Design, einmal rot, einmal in dem Mattschwarz. Normalerweise wird die Lufthutze auch mit dem Karosseriekleber auf der Motorhaube verklebt. Hier ist es natürlich auch sinnvoll, vorher die Position auszumessen, Klebeband zu markieren, damit wir natürlich eine schöne gerade und zentrale Aufsitz haben. Wir haben die Lufthutze jetzt etwas bearbeitet und in den Dünnmagneten verbaut. Sprich, wir können so jederzeit die Lufthutze auf- und absetzen. Und ein Vorteil auch noch, auf dem Treffen, wenn man übers Gelände fährt, fällt sie dann gleich runter. Und ich finde, das Auto hat direkt einen brachialen Look und von der Form her echt super. Daher Daumen hoch. Heute Nacht haben wir uns Gedanken gemacht, ob man nicht vielleicht hier auf dem Original Heckspoiler noch ein Add-on braucht. Und so haben wir kurzerhand uns entschlossen, hier noch die Lippe zu montieren. Von der Montage her eigentlich dasselbe wie die Cuprings. Mit dem doppelseitigen Klebeband wird diese später auf dem Original Spoiler befestigt. Auch hier müssen wir zuerst die Bleche reinigen, um natürlich die perfekte Klebekraft herstellen zu können. Als erstes setzt ihr den Spoiler an und positioniert ihn schon mal, wie er später sitzen soll. Und auch hier markiert ihr euch dann am besten die Montagepunkte. Natürlich wäre es hier sinnvoll, das Ganze zu zweit zu machen, aber auch alleine ist es möglich. So setzt ihr den Spoiler jetzt hier an der ersten Kante an und geht langsam nach unten. Schaut in die Flucht, arbeitet euch hier auf die andere Seite rüber und dann sitzt das Ganze. Aber alle Anbauteile montiert. Ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das zeige ich euch natürlich gleich draußen auf der Straße nochmal. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen bei uns lasst und natürlich uns auch auf den anderen Kanälen folgt, wie Instagram und Facebook.
In diesem Sinne, ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal.